Brzic. Erfolgreich. Direkt der Punkt. 22 zu 18. Schaus bleibt am Block hängen. Und Völker mit dem Punkt für Schwerin. 23-18 und Kaufeld. Mit dem Aufschlag. Und der Ball war drin, wird angezeigt von den Linienrichtern. Noch im Feld. 23 zu 19, Angabe durch Magda Maras, dem Kapitän der Kroaten. Und der Ball ist zu weit und damit heißt es erneut Satzball für den Schweriner SC. Zum Satzball Nummer 2 Nadja Schaus mit dem Aufschlag zum Satzgewinn. Kurz gespielt, schön geholt. Und Janine Völker, klasse Ball. Nochmal Völker, wieder geholt. Schlecht gespielt. Und nochmal Völker, bleibt im Block hängen. Thomsen kriegt den Ball rüber. Und auch der Ball ist noch rüber. Anke und jetzt Thormann. Und der Ball ist im Aus. Da hat sie, haben sich an der Hallensprecheranlage etwas zu früh gefreut. War zwar ein Hammer von Patricia Thormann, aber der war im Aus. 24 zu 20 und jetzt nochmal Wechsel. Auf kroatischer Seite. Seneca kommt ins Spiel. Nein, Seneca geht aus dem Spiel und Adelic kommt wieder ins Spiel. 24 zu 20. Samantha Fabrice bei der Angabe und die geht ins Netz und damit geht auch dieser zweite Satz an die Schweriner SC diesmal etwas deutlicher. 25 zu 20. Und das alles. Einen brauchen wir noch. Aber so wird erstmal. Sackwechsel. Das haben sie schön gemacht. Und wir brauchen den ersten Punkt im dritten Satz. Und wir gehen das Spiel rein. Die Sport- und Kongresshalle hat sich wieder erhoben. Wir sind bereit für den dritten Satz. Zwischen dem Schweriner Sportclub und Sedoka Rijeka. Und den Ball ins Spiel bringen wird Denise Hanke. Nationalspielerin auf Seiten der Schweriner SC. 1,83 groß. Wird den Ball jetzt mit einer Sprungaufgabe versuchen, über das Netz zu befördern. Oh, über das Netz, ist gut gesagt, dass er über das Netz rübergerollt, das zählt natürlich. Kurz gespielt, Jün geholt und Schaus mit dem... Der Punkt für den Schweriner SC. Das war frühzeitig abgepfiffen. Aber trotzdem 1 zu 0 für Schwerin. Und der bleibt im Block hängen und dann kommt Hanke nicht mehr hin. Der Ausgleich 1 zu 1. Ja,
Schaus mit einem klasse Ball, Longline gespielt. Das war ein richtiger Hammer, wie sie es hier sagen in Schwerin. Und damit 2:1 für den SSC. Und Wendula Adlerova mit der Angabe. Und Völker bleibt am Block hängen. Aber der Block ist aus. 3:1 für Schwerin. Fabrice. Schaus für Schwerin. Kroaten Schwierigkeiten. Schön geholt von Thomsen. Völker bleibt ebenfalls am Block hängen. Maras mit dem Gegenversuch und der Ball ist zu weit und geht ins Aus. 4:1. Wendula Alarova. Maras bleibt am Schweriner Block hängen mit Schaus und Kaufeld. 5:1. Und jetzt ein Wechsel. Seiten der Kroaten. Andelic kommt für Maras. Und Adlerova mit der Angabe. Schaus bleibt am Block hängen. Und auch wenn es jetzt den zweiten Punkt im dritten Satz für die Kroaten gibt. Man hinten auf den Trainer sieht, Igor Lorinov hatte beide Hände hinter dem Kopf verschränkt. Scheint das Spiel hier auch schon so ein bisschen aufgegeben zu haben. Benada Bricic. Mit der Angabe. Hanka und Kaufeld. Mit dem Punkt. Und Kaufeld auch mit der Angabe. Okay. 1,90 groß. Und jetzt mit der Angabe für den Schweriner SC. Der Block. Und Schaus mit dem Crossschlag. Das klappt jetzt deutlich besser als noch im Laufe des Spiels. 7:2 für Schwerin. Und Kaufeld. Und der Querschlag, und das war der Punkt für die Kroaten. Senjeka. Zum 7:3 und jetzt Angabe für die Kroaten. Danilica Antelic geht er zur Angabe. Kurze Kommunikation mit dem Trainer. Und dann die Angabe ins Netz und jetzt gibt es die technische Auszeit. Die ersten 8 gespielten Punkte. Technische Auszeit. Timeout. Der kroatische Trainer schimpft da sehr auf seine Mädchen ein. Scheint so ein bisschen am Ende mit seinem Latein zu sein. Und hat die dänische Auszeit an diesem Zeitpunkt auch schon beendet. Tore Alexandersson, das sehen Sie. Weiter mit klaren Worten an seine Mädchen. Und Sie sehen, wie viel Zeit da jetzt war. Die technische Auszeit ja immer etwas länger als das Team-Timeout.
Und jetzt dürfen wir das Spielfeld wieder betreten. Der kroatische Trainer Lovrinov lässt seine Mannschaft da jetzt ein wenig alleine. Er lässt ihr das mit sich selbst aushandeln und vielleicht ist es. Das ist ja manchmal auch eine ganz gute Maßnahme. Wir wollen gucken, wie sehr das fruchtet. Die müssen sich jetzt selber zusammenreißen. Völker da mit dem Netzroller, der Schweriner Block. Geht dann nur ins Netz. Und der Punkt für Rijeka. Und da haben sie vielleicht gesehen, jetzt im Hintergrund, wie der kroatische Trainer sagt, Mensch, geh doch richtig hin, nimm den Ball doch vernünftig an. Nur halt in Kroatisch. Schlägt jetzt beide Hände vors Gesicht, obwohl sie den Punkt geholt haben. Samantha Fabrice. Mit der Angabe ins Netz. Schwache Angabe, 9:4 für den Schweriner SC. Völker. Und Adlerova drückt ihn einfach nur rüber und der kroatische Ball landet dann im Aus und es ist ein Team-Timeout für Rijeka. Ja, es ist auch eine starke Verunsicherung jetzt zu merken bei den Kroaten. Natürlich haben sie gewusst, dass es hier schwer wird. Sie haben das Hinspiel auch klar verloren mit 0:3. Obwohl sie sich zwischendurch auch nochmal rangekämpft hatten im zweiten Satz. Man lag ja schon klar zurück. 4:10 lag man zurück. Kamen noch auf 23:23 heran und mussten den Satz dann trotzdem den Satz abgeben mit 23:25 an den Schweriner SC. Und jetzt haben wir hier den ersten und den zweiten Satz auch abgegeben mit 26:24, 25:20. Währenddessen kommt Magda Maras wieder jetzt aufs Feld. Und jetzt liegt man hier mit 6 Punkten hinten im dritten Satz und das kann natürlich schon das Aus sein im europäischen Wettbewerb. Und dann der Punkt jetzt für die Kroatinnen. 10:5. Man auch noch dazu sagen, die hätten ja auch Champions League spielen können. Also 2 europäische Klassen höher. Quasi und Patricia Thormann mit dem sicheren Punkt. Da steigt der Block gar nicht mehr richtig hoch und dann gibt es da erneut einen Wechsel. Filipic kommt jetzt herein für Strilic. 11:5 für Schwerin. Wir sind ja hier im Challenge, aber es gibt ja 3 europäische Wettbewerbe und der Challenge Cup ist so der drittwichtigste. Berit Kaufeld mit dem Punkt und der CEV Cup ist so der zweite wichtigste, wo Rote Raben Wilsburg und der Dresden SC der Pokalsieger und der deutsche Meister. Jetzt der Punkt erneut für den Schweriner SC. Jeweils eine Runde weitergekommen sind, sich beide fürs Achtelfinale qualifiziert haben. Und in der Champions League kein deutscher Vertreter mit dabei.